Es gibt keinen Ausweg. Lass uns das vor dem Angriff beenden. Du hast mir alles genommen. Nur dein Tod gibt mir Befriedigung. Nur dein Tod kann zurückgeben, was mir gehört. Ein bildschönes Opfer für unseren letzten Kampf. Siehst du das? Das ist das Zeitlimit für unseren Kampf. Das Atommodul wird zum genauen Zeitpunkt ihres Todes gefeuert. Wenn du gewinnst, kannst du sie vielleicht retten. Du kannst vor dem Bombenangriff noch kurz die Liebe genießen. Überschreite diese Linie nicht. Aus dieser Höhe bedeutet das den Tod. Jetzt, Snake! Los geht's! So, Leute. Jetzt haben wir den Kampf gegen Liquid Snake an uns. Wie wir ja schon mitgekriegt haben, ist einiges schief gelaufen. Und Liquid ist in seinem Wahn. Wir müssen es jetzt schaffen, innerhalb der 2 Minuten Liquid Snake zu besiegen. Was nicht allzu leicht sein wird. Es ist natürlich so, dass das Zeitlimit ablaufen kann, aber dann verlieren wir Meryl. Und das will ich natürlich nicht, weil dann haben wir quasi das schlechte Ende. Ja, das Spiel hat auch ein schlechtes Ende. Aua. Und es sieht auch nicht gut aus. Warum gehst du nicht rauf? Jetzt geht er rauf. Ja, Liquid ist ungefähr so zu besiegen wie der Ninja, falls ihr noch erinnern könnt. Jawohl, wir haben ihn getroffen. Und ja, man sollte schon relativ viel Schaden austeilen, weil ihr seht schon. Weil ich halt keinen Bock drauf habe zu verlieren. Ne, jetzt habe ich gerade die Fahnen verloren, weil ich gerade aufs Handy geguckt habe, weil mir wieder jemand über WhatsApp geschrieben hat. Auf alle Fälle ist es eben so, ja, der Verteidigungsminister hat jetzt Campbells Stelle eingenommen sozusagen und er will uns zu Asche verarbeiten. Also er will alles in die Luft sprengen, um diesen Vorfall zu vertuschen, und ich finde das ehrlich gesagt unter aller Sau. Er will quasi Liquid und Solid Snake vernichten. Feige Ratte in meinen Augen. Aber gut. Jawohl, der letzte Schlag hat ihn noch getroffen. Ja, natürlich teilt er ein bisschen mehr Schaden aus als wir, was ich ein bisschen unlogisch und fies finde. Aber naja, was soll man machen? Jawohl, er hat nicht getroffen. Haha. Ausweichen kann man ja in diesem Spiel fast nicht. Das ist das, was mich ein bisschen anzipft. Und diesen Angriff kann man fast nicht ausweichen. Und da zieht er extrem viel ab, unser Liquid. Leider Gott, das muss man sagen. Ja, er zieht schon viel ab. Nein! Komm schon! Ja, ich weiß, dass ich keine Zeit habe, du Arsch. Boah. Snake! Ja, Meiling brüllt wie am Spieß. Boah, Liquid, ich will dich kalt machen. Und wir haben natürlich keine Rationen, gar nichts, weil sonst wäre der Kampf ein bisschen zu einfach gestrickt. Und ich habe keine Ahnung, was ich hier drücken muss, um raufzukommen, ehrlich gesagt. Irgendwas wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist das sogar egal. Ja, wir müssen ihm viel Schaden zuteilen, weil er eben auch viel Schaden austeilt. Ihr seht schon, während wir ihm mit 3 Schlägen so und so viel abziehen, zieht er uns mit einem Schlag schon relativ viel ab, wie es halt immer so ist bei den Bossfights. Und ich finde auch, er ist ein richtig genialer Boss. Also ich finde ihn besser gemacht als Wesker teilweise. Teilweise, weil Wesker ist eine coole Sau mit seiner Sonnenbrille und seinem Verhalten. Aber was ich nicht ganz verstehe ist, warum sind alle Bosse auf die Weltherrschaft so scharf? Warum will er unbedingt die Weltherrschaft? Ich meine, was bringt einem das? Man ist dann Herrscher über die Welt, ja, aber im Prinzip bringt er das. Also im Prinzip bringt er das gar nichts. Okay, das war jetzt von mir ein Fail. Aua! Penner, blöder. Aua. Ja. Schlag dich selber, K.O., du Arschgesicht. Ja, wenn er diese Haltung einnimmt, ist er ein bisschen aggressiver.
als normalerweise. Normalerweise ist er nämlich ein bisschen zurückhaltender. Was heißt zurückhaltender? Man darf nicht zu weit von ihm weg, weil sonst macht er diesen Kick eben wieder. Beziehungsweise sonst, ja genau, sonst schlägt er zu, beziehungsweise sonst macht er diesen Rambock wieder. Und das will ich ja nicht, weil der zieht so viel Schaden ab. Und das sieht ganz gut aus. Komm rauf, du Pisser. Ja, wir haben ihm sogar dreifachen Schaden zugelegt. Wie genau das jetzt funktioniert, das weiß ich nicht. Aber, ja, sobald wir nur noch eine... Boah, ja, diesen Angriff kann man schlecht ausweichen, beziehungsweise fast gar nicht. Aber irgendwie haben wir es jetzt geschafft. Ja, ich weiß, dass ich keine Zeit habe, du Pisser. Snake! Mir wurscht. Ich besiege diesen Typen jetzt. Ja, ihr könnt mich jetzt einen Depp nennen, weil ich das nicht auf Anhieb schaffe. Aber es ist nicht so leicht, wie es aussieht. Andere, die das vielleicht beim ersten Mal schaffen, gebe ich nichts an in dieser Hinsicht. Ich bin kein Pro-Gamer. Das habe ich eigentlich immer schon gesagt. Aber warum weicht er uns zurück? Das verstehe ich teilweise nicht. Aua. Aber sein Lachen ist genial, finde ich. Und so sehen sie ja beide optisch eigentlich komplett anders aus. Nur, dass Liquid halt blonde Haare, längere Haare hat. Und Solid Snake halt kurze Haare in schwarz hat. Und so ein komisches Stirnband trägt, glaube ich. Oder? Ja, ich glaube schon. Jawohl, wir haben ihm einen Schlag quasi abgewehrt. Guter Schuss, warum guter Schuss? Wir haben ihn dich doch gar nicht abgeschossen, du Idiot. Ja, und das sieht ganz gut aus eigentlich. Jetzt könnten wir es schaffen. Es ist aber selten, dass man ihm wirklich so viel Schaden zufügt. Aua. Ja, ich bin schon wieder schlampig, ich werde schon wieder übermütig. Wenn wir es nicht in der gewünschten Zeit, wie gesagt, schaffen, stirbt Meryl. Und das will ich ja nicht. Ich will ja das gute Ende, weil es gibt ein schlechtes Ende auch. Ich werde natürlich, wenn ich jetzt das gute Ende schaffe, werde ich euch natürlich erklären, was das schlechte Ende für uns bedeutet. Für uns bedeutet es im Prinzip gar nichts, es ist nur vom Spielverlauf her dann ein ganz, ganz klein bisschen anders. Jawohl, wir haben uns beide getroffen. Der letzte Tritt hat uns beide getroffen. Das hat jetzt so genial ausgesehen, ehrlich gesagt. Und Vorsicht, dieser Tritt kann euch Schaden zufügen. Ja, der Tritt kann euch Schaden zufügen. Und das rate ich euch nicht. Weil das ist natürlich schlecht. Aua. Und wenn er blinkt, ist das ganz klar, kann man ihm auch keinen Schaden zufügen. Und jetzt wollte er gerade wieder zu seinem Rambock ansetzen. Was ich natürlich verhindern will. Nein. Verpiss dich. Liquid, du. Arschgeier. Ja, aber es sieht ganz gut aus eigentlich. Wir haben ihn gleich, Leute. Nein. Ja, er zieht uns gleich mal 2-3 Striche mehr ab als sonst. Nein! Du... Ich sehe gerade, dass wir keine Zeit haben. Geh doch rauf! Ab und zu stellt sich er schon blöder an. Warum nur, Leute? Warum? Es ist unfassbar. Es sah jetzt so gut aus für uns. Und nur weil ich einen Schlag jetzt nicht abblocken konnte oder nicht ausgewichen bin... Boah! Es kotzt mich so an. Ich werde schon wieder voll grantig und das ist nicht gut. Nicht für das Spiel, sondern für meinen Kommentarstil, weil ich dann schon wieder aggressiv werde. Und das ist natürlich nicht gut, obwohl er in meiner Kanalinfo steht. Verbalitäten gehören bei mir zum Alltag. Glaubt nicht, dass ich im Real Life auch so rede. Zumindest nicht immer. Im Real Life muss man mich schon wirklich auf die Palme bringen, damit ich so rede. Das ist meistens nur während des Zockens. Es gibt ein Spiel, das bringt mich extrem zum Ragen, und zwar ist das Taken. Wenn ich da verliere, da ist mein Lieblingscharakter übrigens Yoshimitsu, wenn ich mit dem verliere, speziell beim dritten Teil, dann werde ich da so aggro. Da hat mich mein bester Kumpel mal angeredet, hey, ein bisschen runter vom Gas, und ich habe dann gesagt, das ist mir jetzt wurscht, ich bin zornig. Ja, Spiele schaffen es am meisten, mich zornig zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ihr seht auch wahrscheinlich warum. Jawohl, aber wir schaffen es ganz gut. Haha, ha. Ich bin ausgewichen, du Pissnelke. Ich frage mich aber wirklich, was die für Schuhe anhaben, dass sie sich solche Schmerzen zufügen können. Ich meine, okay, ein normaler Fußtritt tut schon weh. Aber ich glaube, wenn ich mit meinen Turnschuhen jemanden schlagen würde, das würde nicht so weh tun. Aber das sind wahrscheinlich Kampfstiefel oder Stahlkappen oder was weiß ich was man normalerweise in der Arbeit trägt, ne? Komm schon, Liquid. Ich will dich töten. Ich will dich einfach töten. Nein!
Ja, was ist los, Snake, du? Ah, er wollte uns runtertreten. Das ist natürlich bei ihm schon möglich. Bei uns leider nicht. Nein, bei uns leider nicht. Was die Nachfrage bestände? Nein, wir können das leider nicht machen. Ist aber auch ganz gut, weil das wäre, glaube ich, zu einfach für das Spiel, wenn wir einfach runtertreten könnten. Ich weiß zwar nicht, wie tief das Loch hier ist. Aber ich sag jetzt mal, es wird schon eine gewisse Tiefe haben, ne? Jawoll! Ja, wir sind dem Rambock ausgewichen. Man kann eigentlich im Prinzip eh nur nach links oder rechts ausweichen, wenn das kommt. Anderes geht ja fast nicht. Nein! Du Spasti! Ja! Du lebst! Gott sei Dank! Meryl! Bist du okay? Bist du okay? Ist das alles? Meryl, es muss schrecklich gewesen sein. Es war nicht so schlimm. Ich habe die Folter überlebt. Folter? Und das war nicht das Schlimmste. Ich habe gekämpft. Genau wie du. Du bist eine starke Frau. Im Kampf fühlte ich mich dir nahe. Du warst bei mir. Es gab mir die Kraft, weiterzumachen. Aber ich hatte Angst. Es tut mir so leid. Sag das nicht. Ich habe etwas gelernt. Trotz der Schmerzen und der Scham war ich mir einer Sache sicher. Meine einzige Hoffnung. Diese Hoffnung hielt mich am Leben. Snake, ich wollte dich wiedersehen. Meryl. Mein Codec. Snake, ich bin's. Otacon, gute Nachrichten. Meryl ist okay. Gut. Sie haben sie gerettet. Gute Arbeit. Zur schlechten Nachricht. Wir werden bombardiert. Oh nein. Wir sind jetzt wohl entbehrlich. Gibt es einen Weg hier raus? Einen Weg? Ja. Folgen Sie dem Ladetunnel an die Oberfläche. Nebenan ist eine Garage. Der Tunnel führt von dort an die Oberfläche. Die Tür vor uns? Nein. Es ist ein kleiner Eingang westlich davon. Was ist mit dem Sicherheitssystem? Schon offen. Was glauben Sie, mit wem Sie sprechen? Ich kümmere mich auch um die Sicherheit auf Ihrem Fluchtweg. Was machst du? Ich? Ich bleibe hier. Du bist ja verrückt. Ich brauche ein bisschen mehr Zeit für Ihren Fluchtweg. Aber... Das Öffnen der Türen ist gefährlich. Ich bin der Einzige, der das kann. Otacon? Keine Sorge. Ich bleibe hier. Es ist meine freie Entscheidung. Otacon, dies ist ein verstärkter Bunker. Aber die verwenden Atombomben für unterirdische Ziele. Er wird nicht standhalten. Ich bedauere die Vergangenheit nicht. Es geht im Leben nicht nur um Verlust. Snake, ich fühle mich jetzt wie ein ganzer Mensch. Ich habe einen Grund zum Leben. Gut, dann stirb mir nicht. Sie auch nicht. Kümmern Sie sich um Meryl. Mach ich. Ich muss los. Ich kümmere mich um Ihren Fluchtweg. Danke. Danke. Das klingt nett. Ich glaube an dich. Danke, Snake. Wir müssen hier raus. Was ist mit ihm? Wo ist Otacon? Er kämpft eben. Jetzt mit seinem alten Ich. Um sich selbst zu finden. Kämpft er auch für uns? Ja. Und es soll nicht vergeblich sein. Gut. Meryl.
Snake. Merrill. Es fängt an. Bin ich schwer? Sieht aus, als müssten wir doch auf unsere Liebesszene verzichten. Sieht so aus. Schade. Wir müssen raus. Snake, es ist eiskalt. Du brauchst was zum Anziehen. Da ist mein Sneak-Anzug. Schnell!